Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag, Berlin zur Forschungshauptstadt für Alternativmethoden zu Tierversuchen machen, aus dem Jahr 2012, hat eine ungewöhnlich lange parlamentarische Bearbeitungsphase. Im Ergebnis können wir feststellen, dass es sich zumindest gelohnt hat, eine Anhörung durchzuführen, in der die unterschiedlichen Positionen schmerzfrei dargelegt wurden. Die Wissenschaftler wissen, was sie tun, wenn sie Tiere künstlich krank machen und also belasten, um Verlauf des Leidens, zum Beispiel beim Krebs, Kreislauferkrankungen oder neurologischen Erkrankungen, zu untersuchen. Auf der einen Seite steht das ethische Dilemma und auf der anderen die scheinbar rücksichtslose Auseinandersetzung um internationale Konkurrenzfähigkeit der Wissenschaft. Dass es anders geht, zeigt die internationale Entwicklung bei Kosmetika. Verbraucherinnen haben nach schonungslosen Informationen über Art und Weise der Tierversuche Druck gemacht. Lokale Verträglichkeitsprüfungen von Kosmetika an Haut und Schleimhäuten benötigen jetzt keine Tierversuche mehr. Die Art der Entwicklung der Tests, die jetzt weltweit akzeptiert und benutzt werden, ist Vorbild für weitere Testverfahren, wenn es um die Wirkungsweise von Chemikalien und nun auch Arzneimitteln geht. Die Forschung an künstlichen Menschen kommt voran. Viele Untersuchungen in den USA zeigen das heute schon. Die künstliche Milz, Zellkulturen mit unterschiedlichen Funktionen. Der Ursprungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne wollte einen Förderfonds einführen, um die Entwicklung von versuchstierfreien Testverfahren voranzutreiben. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hämmerling? Ja. Bitte. Ja, Frau Kollegin, ist Ihnen bewusst, dass die Deutsche Forschungsgesellschaft ungefähr 2,6 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung stellt für alle Forschungen, dass die Tierversuchsforschung einen Löwenanteil davon bekommt, während die Ersatzmethodenforschung bundesweit weniger als 10 Millionen zur Verfügung hat? Und glauben Sie nicht auch, dass das Land Berlin mit einem Allgemeinplatz Berlin soll den Forschungspreis stärker fördern, wie das in diesem Ersetzungsantrag formuliert ist, viel, viel, viel zu wenig macht, dass wir einfach mehr Geld für die Ersatzmethodenforschung brauchen? Da stimme ich Ihnen voll zu und ich denke, das ist auch im Ausschuss so deutlich geworden. Die Linksfraktion hat ja mit ihrem Änderungsantrag im Ausschuss die Bildung eines Förderfonds unterstützt. Wir sehen diese zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit von Alternativmethoden als direktes Beteiligungsgebot der Forschung und Wissenschaft, hier zügiger Erfolge zu liefern. Bei der Beitragsbestimmung ist das für das Leid der Versuchstiere unerheblich, ob es sich, so wie es bei Ihnen beispielsweise dann auch gesagt wurde, um eine anzeigepflichtige oder genehmigungspflichtige Versuchsreihe handelt. Die inhaltliche Diskussion zu dem Förderfonds wurde aus meiner Sicht viel zu früh abgebrochen. Wir hätten viel tiefer diskutieren können, auch mit den für uns wichtigen Fragen, was wir mit dem Geld fördern wollen. Für einen Berliner Förderfonds ist es in der Beschlussempfehlung des Ausschusses dann aber nicht mehr gekommen. Diesen Schritt zur finanziellen Unterstützung einer zukunftsweisen Forschungspraxis wagte die Koalition mit ihrem Beschlusstext nicht. Damit ist eine wichtige Chance vertan in Bezug auf Tierhaltung und Tierversuchsanordnung, das ethische Dilemma nicht nur tippelschrittweise aufzulösen. Meine Damen und Herren, seit 1959 gibt es das sogenannte 3R-Prinzip, das besagt, dass Tierversuche durch Alternativmethoden ersetzt, durch Anwendung neuer Techniken weniger belastend für das Versuchstier gestaltet und schließlich auch die Anwendung adäquater Technologien in Forschung und Lehre vermindert werden sollen. In den über 50 Jahren hat es Veränderungen in der Tierschutzgesetzgebung gegeben, das ist richtig. Und diese 3R-Prinzipien hier und da auch berücksichtigt worden, sind auch berücksichtigt worden. Seit dem vergangenen Jahr steht auch die deutsche Verordnung zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz für wissenschaftliche Zwecke verwendete Tiere. Und die Zahlen der Versuchstiere in Berlin steigen weiter an. Das kann beim besten Willen nicht positiv bewertet werden. Das Land Berlin fördert
wie auch schon unter Rot-Rot, weiter die Entwicklung von Alternativmethoden zu Tierversuchen, oftmals leider nur verbal. Der Preis des Landes Berlins zur Förderung der Ersatzforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche wurde schon mehrmals ausgelobt und verliehen. Auch andere Länder tun das. Rheinland-Pfalz lädt auch Forscher und Wissenschaftler aus anderen Bundesländern ein, sich mit herausragenden Projekten für ihren Preis und ihr Preisgeld von 20.000 Euro zu bewerben. Ziel bleibt die zügige Überwindung der für viele Menschen abstoßenden Forschung mit teilweise umstrittenen Erfolgen. Darauf ist ja meine Kollegin Frau Hämmerling schon eingegangen. Der vorliegende Beschluss ist keine herausragende Leistung der Koalition. Deshalb können Sie als Preis unsere Ja-Stimmen auch nicht einheimsen. Ob das wenige hält, was der Beschluss noch zugesteht, sehen wir spätestens in den nächsten Haushaltsdebatten. Weitere 50 Jahre wollen wir aber nicht mehr warten. Vielen Dank.